Im BSZ Hoyerswerda fand am Sonntagnachmittag ein Benefiz-Floorball-Turnier statt. Organisiert wurde es vom Lions Club Hoyerswerda und dem Karate-Do-Verein. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Fanfarenzug der Stadt. Unter den Mannschaften des Turniers befanden sich zum Beispiel der LAV, eine tschechische Floorball-Mannschaft aus Ústí nad Labem, sowie eine Abordnung der Lausitzer Wölfe. Auch für ein kleines Imbissangebot wurde gesorgt, so gab es unter anderem Kaffee und Kuchen sowie andere Snacks. Der Erlös der Veranstaltung ging unter anderem an die Lebenshilfe.